Auf der Kinderstation der Klinik am Südring wird Pfleger Dennis ein kleiner Patient angekündigt. Die Mutter kann sich nicht erklären, was hinter den Beschwerden des Jungen stecken könnte. Guten Tag. Oh je, was ist denn mit dir? Guten Tag, Oderbach. Ich bin die Kinderärztin. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Moritz. Der Moritz? Was ist denn mit dir, Moritz? Du bist ja ganz schlapp. Was ist passiert? Der Moritz hat seit heute Morgen totale Magenschmerzen und Durchfall, Erbrechen. Und es ist richtig schlimm. Und deshalb habe ich gedacht, ich bringe ihn lieber mal hierher. Ja, das ist auch sicherlich richtig. Also Kinder sind häufiger mit Magen-Darm-Infektionen betroffen als Erwachsene, weil ihr Magen-Darm-Trakt oft noch nicht ganz ausgereift ist und sie eben auch mit sehr vielen Bakterien, Viren, Krankheitserregern zum ersten Mal in Kontakt kommen und dann mit Erbrechen und Durchfall oft fieberhaft auch reagieren. Was bei Moritz letztendlich die Ursache für seine sehr schwere, anfangs erscheinende Magen-Darm-Infektion war, hat uns dann aber doch sehr überrascht. Pass mal auf, dann gucke ich mir jetzt als erstes mal deinen Bauch an. Moritz, ja? Hallo? Magst du mich mal anschauen? So, pass auf, ich tue dir nicht weh. Ich mache es ganz, ganz vorsichtig. Ich will noch mal gucken, ne? Wo tut es dir denn am meisten weh? Magst du es mir mal zeigen? Da, so in der Mitte. Okay, pass auf, ich fühle mal ganz vorsichtig. Tut da was weh? Geht, ne? Nicht ganz so schlimm. Hat der Moritz denn seinen Blinddarm noch? Ja, ne? Ja, den hat er noch. Lass mal gerade mal schauen. Da ist alles in Ordnung. Mir tut es auch nicht weh, ne? Ja, gut. Na, da sollten wir schon mal einmal auch einen Ultraschall jetzt erstmal durchführen. Wir haben bei Moritz eine Ultraschalluntersuchung des Bauches durchgeführt, weil er eben wirklich sehr, sehr krank erschien. Und wir wollten damit ein akutes Abdomen ausschließen. Das heißt eben eine freie Flüssigkeit im Bauch, eine Blinddarmentzündung oder eine schwere Niereninfektion. Wir müssen jetzt natürlich trotzdem gucken, weil er ja so mitgenommen ist und so krank ist, woran das liegt. Ja. Ist natürlich bei Kindern doch immer so der erste Verdacht, Magen-Darm-Infektion. Da gibt es ja auch verschiedene Erreger. Das können ja Bakterien sein, können Viren sein. Und ganz auf die Art der Erreger kann das eben auch manchmal sehr, sehr schwere Verläufe zeigen. Ne? Blutigen Stuhlgang hat er aber nicht gehabt. Nee. Ne? Durchfall sagten sie auch eigentlich gar nicht. Also das wäre erstmal wichtig, dass wir jetzt auf jeden Fall mal eine Stuhluntersuchung so schnell wie möglich ins Labor bringen. Dann hätte ich gerne einen Urinbefund. Mhm. Und wir würden jetzt einmal ein bisschen Blut abnehmen und ihm auch gleich eine Infusion dabei legen. Ja? Und dann wird es dir auch bald besser. Ja. Mach mal deinen Ärmel was hoch, ja? Genau. Noch ist nicht klar, was den Zustand des Grundschülers ausgelöst hat. Eine Blutuntersuchung soll darüber Aufschluss geben. Doch der geschwächte Zustand des Jungen ist besorgniserregend, so dass er vorerst stationär aufgenommen wird. Dann bringen wir ihn jetzt erstmal in sein Zimmer. Genau. Die Mama darf mitkommen, ne? Und dann werden wir die ganzen Untersuchungsergebnisse eben dann möglichst bald haben und ich komme dann zu Ihnen und dann besprechen wir uns. Das ist von Ihnen. Dankeschön. Bis dann erstmal, ne? Hallo. Verstören. Ich habe schon die nächste kleine Patientin für dich. Gehen wir mal rüber ins Arztzimmer. Ja, was ist denn mit ihr? Da geht's nicht so gut, ist sehr quengelig, sehr unruhig, isst schlecht, die Mutter natürlich sehr besorgt. Ja, müssen wir einfach mal schauen. Ich musste die Kinderärztin direkt wieder abpassen zu ihrer neuen Patientin. Es handelt sich um ein kleines Mädchen. Die Mutter war natürlich sehr nervös, weil die Kleine nichts mehr gegessen hatte, nur noch wenig getrunken hatte. Und wenn die Kinder noch so klein sind und sich nicht äußern können, sind natürlich die Eltern sehr nervös und wissen nicht, was sie machen sollen und kommen dann natürlich auch schnell ins Krankenhaus. Die Mutter ist auch natürlich sehr besorgt. Ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Oh, was ist denn mit dir? Ja, Kauderbach heiße ich. Guten Tag. Hallo, ich bin die Kinderärztin hier. Wer bist du denn? Das ist die Lara. Hallo Lara, was ist denn mit dir? Der geht's gar nicht gut. Die hat überhaupt keinen Appetit. Ja. Die hat diese Pusteln, das sind, ne, ich denke mal, das sind Windpocken. Und die juckt sich die ganze Zeit, also kratzt sich die ganze Zeit an ihr und ist so quengelig. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Seit wann ist sie denn krank? Seit ein paar Tagen hat sie das jetzt. Okay. Kann man es mal auf die Trage? Ich glaube, den setzt gerne mal ein bisschen. Vielleicht können wir erstmal einmal Fieber messen. Bist du bei Mama auf dem Schoßstand? Setzen Sie sich doch bitte da mal einmal hin. Dann schauen wir uns das mal an, ne? Der Ausschlag der Einjährigen könnte tatsächlich auf eine Kinderkrankheit hindeuten. Doch bei der körperlichen Untersuchung stellt Dr. Magda Kauderbach schnell fest, dass der Kleinen etwas ganz anderes fehlen muss. Gut, also das sieht mir jetzt nicht nach Windpocken aus. Ja, das sind deine Füße, dein Auge. Ja, gut, das sind ja auch so diese Bläschen, die sie da hat. Die sehen ja auch so ähnlich aus, ne? Da haben Sie schon recht. Ich würde gerne noch mal in den Mund schauen. Ja. Denn
Ja, weil sie isst halt hat gar nicht. Keinen Appetit, ja. Nee. Mhm. Und das ist natürlich ja. besonders besorgniserregend. Also, dass sie sich gar ich guck mir das mal an, wie es im Mund aussieht. Vielleicht hat sie da auch noch auf. Darf ich dir das Papier auch mal geben? So süß. Mach mal einmal den Mund auf. Zeig mal. Ja, da habe ich es aber schon gesehen. Da hat sie auch Bläschen im Mund. Ja, ne? Ja. Und das tut natürlich weh. Also das sind keine Windpocken. Das ist die, man nennt das auch die Hand-Mund-Fuß-Krankheit. Das ist auch eine Virusinfektion. Okay. Vom Prinzip ähnlich wie die Windpocken sind ja auch eine Virusinfektion. Aber da sind die Kinder ja heute die meisten auch in ihrem Alter schon gegen geimpft. Auch, ne? Sowas wie diese Maul- und Klauen-Krankheit? Oder? Sowas ähnliches. Das ist aber ein anderer Erreger, stellt sie auch so ein bisschen anders dar. Ja, jetzt bist du ja schon wieder ganz guter Dinge. Ja, was halt einfach, ich denke, was eben das Problem bei ihr ist, dass sie keinen Appetit hat und nicht essen mag, weil eben die Stippchen, die ich eben gesehen habe, ja auch im Mund zu finden sind. Die kleine Patientin war natürlich sehr quengelig bei der Untersuchung, weil alleine schon, dass sie in einem Krankenhaus ist, ist für sie eine ungewohnte Situation und auch dieser Krankheitsverlauf ist sehr unangenehm. Ihr tut natürlich der Mund weh und ich habe ihr auch einen Handschuh aufgeblasen, nicht nur zur Ablenkung. Das war auch für sie ganz angenehm, den in den Mund zu nehmen, weil er auch ein bisschen kühl ist. Das ist alles ganz weich und da hat sie auch direkt begeistert drauf rumgekaut und das hat für sie ein bisschen eine Linderung und Ablenkung geschafft. An den Stellen an der Haut, wo es ein bisschen juckt, könnte man ein bisschen Lotion auftragen. Da gibt es so juckreizstillende Lotion, die kann ich Ihnen gleich mal aufschreiben. Und für den Mund haben wir extra so ein schmerzstillendes Gel, so ein Mundgel. Mhm. Ne? Das würde ich Ihnen auch aufschreiben. Das können Sie so ein bisschen im Mund verteilen, am besten vor den Mahlzeiten, so 10 Minuten davor. Ja. Dann wirkt das ein bisschen und dann mag sie vielleicht ein bisschen mehr schnell mehr zu sich nehmen dann auch. Ne? Okay. Und sie ist natürlich so ansteckend, also jetzt nicht mit anderen Kindern zusammenkommen lassen. Ja. Und auch der Stuhlgang, da werden diese Viren mit ausgeschieden. Das kann also noch eine ganze Zeit dauern, bis das nicht mehr ausgeschieden wird. Also da wirklich jetzt auf Hygiene auch achten, ne? Dass du beim Windelwechseln sehr, sehr aufmerksam sein musst. Ne? Okay. Und du bist ja schon wieder guter Dinge. Klasse. Ja, was ist denn da? Ja, perfekt. Genau, das, ja, perfekt. Das gebe ich Ihnen mit. Dank der juckreizstillenden Medikamente hat sich die kleine Patientin schon bald wieder normal füttern lassen. Der Infekt ist nach einigen Wochen von selbst ausgeheilt. Etwas später sieht die Kinderärztin nach ihrem ersten Patienten, der an bisher noch ungeklärter Übelkeit leidet. Hallo Moritz. Na? Ja. Wie geht's dir jetzt? Ein bisschen besser? Ja, geht schon. Ja, ein bisschen besser. Entspannter sieht er auch aus, ne? Haben dir unsere Medikamente schon geholfen, ne? Ja? Muss er sich dann noch mal übergeben oder was? Nee, bis jetzt war es echt ganz gut. Ne? Aber der sieht doch ein bisschen rosiger aus. Tut der Bauch denn noch weh? Bisschen schon noch, okay. Stuhlgang hat er auch schon gehabt, ne? Die Stuhlkultur hatten wir ja schon ins Labor gegeben. Genau. Hat er danach noch mal gehabt? Nee. Noch nicht wieder, also Durchfall auch jetzt noch nicht. Nee. Okay, gut. Also wir haben jetzt die ersten Laborbefunde haben wir jetzt schon bekommen. Mhm. Auffällig ist da jetzt erstmal sind wirklich erhöhte Leberwerte. Die Leber ist ein sehr wichtiges Organ, weil sie eben auch der Entgiftung des Körpers dient. Wenn es zu Leberstörungen kommt, ist das also prinzipiell lebensbedrohlich. Es kann dann bis hin zu einer Lebertransplantation als Therapie notwendig sein. Von daher waren wir natürlich erstmal doch sehr besorgt, als wir die erhöhten Leberwerte bei Moritz gefunden haben. Und mussten der Sache dann eben auch sehr schnellstmöglich nachgehen. Man muss natürlich bei erhöhten Leberwerten auch immer noch mal an Vergiftung denken, gerade weil er eben so auffällige Symptome ja hatte und es ihm so schlecht ging, ist halt auch immer noch so eine Möglichkeit. Ne? Also wir müssen jetzt... Kann ich Ihnen im Moment auch noch nicht so genau sagen. Also wir müssen jetzt noch so ein bisschen erstmal in der ganzen Linie weiterforschen. Auf jeden Fall sind einfach erhöhte Leberwerte so beim Kind, dem es eben so schlecht geht, schon erstmal ein Warnsignal. Da müssen wir jetzt dann weiter doch mal noch mal forschen. Noch mal Fieber, ne? Ja, würde ich sagen. Ne? Wir messen noch mal Fieber, gucken alles noch mal durch. Und ich will auch noch auf jeden Fall noch mal auf seinen Bauch fassen. Ne? Also wie gesagt, so richtig hundertprozentig kann ich Ihnen im Moment noch keine Diagnose nennen. Wir müssen das jetzt beobachten, müssen die Werte auch natürlich noch mal engmaschig kontrollieren. Die Infusion lassen wir weiterlaufen. Das ist auch wichtig, dass er da genug Flüssigkeit bekommt. Wenn er mag, darf er aber mal ein Schlückchen trinken. Ein bisschen Tee vielleicht oder ein bisschen Wasser darf er ruhig schon mal haben. Okay. Sollte jetzt irgendwas schlechter werden heute Nacht, dass er anfängt, sagen wir mal, dass der Bauch schlimmer wird, dass sich irgendwelche anderen Symptome zeigen, dann hätte ich ihn heute Nacht gerne auf der Intensivstation überwacht. Ja. Denn sowas kann halt im Einzelfall auch mal ganz schnell noch schlechter werden. Ne? Ich hoffe es jetzt nicht, aber wie gesagt, dass es ihm jetzt besser geht, ist natürlich auch symptomatisch durch unsere Therapie jetzt erstmal erfolgt. Okay. Ja, dann gucken wir noch mal. Einmal wollen wir noch mal sehen, wie dein Fieber ist, Moritz. Ja. So, Moritz, mach mal ein Ohr, wie eben, ne?
Das Fieber des Jungen ist gesunken und auch sonst wirkt er stabil. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass sich das schon in den nächsten Stunden ändert. Der Zimmernachbar des 10-Jährigen alarmiert die Nachtschwester. Entschuldigung. Oh, was ist los? Können Sie bitte kommen? Ich weiß nicht, was los ist. Okay. Hallo. Moritz? Hallo? Moritz. Okay. Danke fürs Bescheid, mein Timo. Ich muss mal eben unsere Frau Doktor anrufen. Das muss. Hallo, kannst du mich hören? Magda, sorry, hab ich dich geweckt. Entschuldige, du musst mal einmal schnell kommen, weil der Moritz, der ist hier, glaube ich, am Schlafwandeln. Der ist überhaupt nicht ansprechbar. Der guckt völlig durch mich durch. Ja, danke. Okay, bis gleich. Als ich ins Badezimmer reinkam, habe ich Moritz vorgefunden, völlig apathisch. Ich habe es dann auch als Schlafwandel identifizieren können, denn er war nicht ansprechbar. Erstmal, es hat lange gedauert, bis er zu sich gekommen ist. Und er hatte die Zahnpastatube in der Hand und war die am Essen und war überall verschmiert. Und es war auch nicht ganz klar, wie viel er denn davon verschluckt hat. Also er hat den Infusionsständer umgeschmissen. Ja. Der Zimmernachbar hat mir gerade Bescheid gesagt. Und er stand hier völlig apathisch, hat nicht reagiert auf Ansprache und hat die Zahnpasta gegessen hier. Dieses, ist aber zum Glück eine Kinderzahnpasta, das ist auch noch recht voll. Also viel, ja, da ist ja noch viel. Ja, das ist, ich glaube, da ist zum Glück mehr daneben gegangen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das macht jetzt erstmal nichts. Ja. Muss man erstmal. Aber warum ist er denn überhaupt hierher gekommen? Kannst du dich erinnern, Moritz? Nein. Nein? Bist jetzt auf einmal hier auf der Toilette wach geworden? Ja. Hast du schon öfter gehabt, sowas? Dass du einfach aufgestanden bist und losgelaufen aus dem Bett? Dann bringe ich mir ins Bett. Nee. Schlafwandler sollte man, wenn man sie eben zu Hause oder auch in der Klinik eben bemerkt, sollte man erstmal versuchen, dass man sie vorsichtig wieder ins Bett zurückgeleitet. Das gelingt meistens auch recht gut, dass man einfach nur so ein bisschen sie vorsichtig anfasst und ins Bett zurückführt. Dann gehen sie normalerweise auch wieder zurück, legen sich hin und schlafen weiter. Sollte das nicht der Fall sein, muss man natürlich versuchen, dass man sie vor Gefahren schützt. Vom Prinzip her aber, wenn man sie aufweckt, dann nur ganz vorsichtig und sensibel und nicht richtig schütteln, sondern da kann es dann unter Umständen wirklich zu größeren Störungen kommen. Weißt du gar nicht mehr, was eben passiert ist, Moritz? Nee, aber jetzt geht es dir wieder gut. Ja, nur ein bisschen übel, aber sonst ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Hast du das denn miterlebt? Also ich bin halt, der Ständer ist umgefallen, ja. Davon bin ich dann wach geworden. Dann habe ich halt geguckt, was ist. Dann habe ich ihn einfach im Bad entdeckt, wie der da komplett geistesabwesend stand und dann bin ich direkt gekommen. Da hast du gleich der Schwester Bescheid gesagt, ne? Genau. Okay, das ist ja gut. Gut, dass du dabei warst hier, ne? Ja. Genau, da können wir ihm ja kurz das ein bisschen. Das kommt nur in die Infusion, das merkst du gar nicht. Das ist nicht schlimm, da geht es dir gleich wieder besser, ne? Okay. Ja, ich denke, das müssen wir jetzt noch mal alles zusammenfassen, was da jetzt passiert ist. Ja. Schauen wir mal. Ich denke, wir lassen sie jetzt erstmal hier weiter schlafen. Moritz, vielleicht sollten wir ihnen das noch mal erklären. Ich bin ja hier direkt nebenan. Mhm. Ne? Versuch doch mal ein bisschen zu schlafen. Wir haben ja hier auch den Klingelknopf, ne? Du hast ihn ja bei dir da auf dem. Auf dem Nachtkästchen drauf. Wenn du da drauf drückst, höre ich einen ganz lauten Piepton, dann komme ich sofort rein. Aber ich komme auch gleich nochmal nach euch gucken. Ja? Und wenn ihr schlaft, lasse ich euch schlafen. Ja? Na, machen wir das. Ja? Aber davon wirst du jetzt eben ein bisschen müde. Ne? Und ich komme dann später, wenn es wieder hell ist, komme ich dann auch wieder zu dir. Ne? Okay. Okay. Na dann, ruht euch noch ein bisschen aus. Bis später, ne? Tschüss. Ja, gut. Tschüss. Die Ärztin hat einen Verdacht, wie das Schlafwandeln mit den Magenbeschwerden des Jungen zusammenhängen könnte. Am nächsten Morgen geht sie gemeinsam mit der Mutter des Schülers auf Spurensuche. Sag mal, kannst du dich denn erinnern, dass du die Zahnpasta gegessen hast heute Nacht? Nein. Nee, weißt du gar nicht mehr, ne? Ja, also wie gesagt, das ist sicherlich ein Schlafwandeln gewesen. Ne? Das war eigentlich ganz typisch von den Symptomen her. Auch wenn Ihnen das vielleicht zu Hause jetzt bisher noch nicht so aufgefallen ist, kann ja auch sein, dass er eben aufsteht, das Bett verlässt, ins Wohnzimmer geht, ins Badezimmer geht und vielleicht zu Hause auch schon mal Zahnpasta gegessen hat. Das hab ich bestimmt mitbekommen. Also, denn also so, ihre, das kennst du ja langsam, die Schwester, ne? Hat mich ja angerufen und hat mir schon mal gesagt, ich soll mal ein bisschen das Haus durchsuchen. Ja. Und unser Badezimmer ist direkt neben seinem Zimmer. Und ja, also ich habe mir gedacht... 36,7 hat er. Ja, top. Super. Sehr gut. Ich habe das auch mal mitgebracht. Also wir haben wir waren gerade im Urlaub und da haben wir auf so einem an so einem Straßenmarkt solche Badekugeln hier gekauft. Mhm. Und ich fand die auch super süß und die sahen total nett aus. Mhm. Und dann habe ich mir da ein paar von mitgebracht. Und jetzt habe ich gestern, heute Morgen habe ich nochmal geguckt. Und eine lag da noch, diese hier. Und die andere ist nicht mehr aufzufinden. Also da war nur noch die Folie, lag an der Badewanne. Und ich
Okay. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht. Ja, das ist ja interessant. Ist das? Ja, die Mutter hat ja dann dieses Törtchen von zu Hause mitgebracht. Und es riecht ganz gut, sieht auch sehr lecker aus. Und man kann sich schon vorstellen, dass man im schlafwandlerischen Zustand unter Umständen dann auch in sowas mal hineinbeißt. Und wir können das ja mal ins Labor mitgeben. Das weiß man jetzt auch nicht, ob das genau das Gleiche ist, was er dann eventuell gegessen hat. Weil aber ich denke, es wäre, wenn da Substanzen drin ja, sind, dass man da das vielleicht was nachweisen auslösen kann, wäre ja interessant. Ne? Ja. Aber es spricht ja auf jeden Fall so ein bisschen gegen was, sagen wir mal, was ganz gefährlich ist, eine gefährliche ja Organerkrankung, weil da hätte er sich nicht so schnell wieder so gut erholt. Ne? Und das wird dann einfach ganz. Ja, wie gesagt, wir können ja gar nicht ganz genau sagen, um was für eine Substanz es sich handelt. Das ist ja alles nur eine Vermutung bisher. Mhm. Vielleicht kann man was nachweisen, vielleicht ist es auch gar nicht möglich. Das werden wir sehen. Aber ich denke, jetzt ist erstmal wichtig, dass wir die Infusion, das scheint ihm ja gut zu bekommen, dass wir das erstmal noch weiterlaufen lassen und dass wir jetzt die Laborwerte kontrollieren. Und wenn wir da die Befunde haben, dann müssen wir halt mal weiter gucken. Ja, wir haben bei Moritz ja dann nochmal Blut abgenommen und nachdem wir dann die unauffälligen Laborwerte bekommen hatten, Stuhlkultur und Urin, nichts Auffälliges war, er keine Beschwerden mehr hatte, konnten wir ihn dann nach 2 Tagen wieder nach Hause entlassen. Wir hatten mit ihm vereinbart, dass er sich beim Kinderarzt am nächsten Tag nochmal vorstellen sollte, ambulant dann. Und außerdem haben wir natürlich das Thema Schlafwandeln mit der Mutter nochmal ausführlich besprochen, sodass sie da entsprechende Vorkehrmaßnahmen treffen sollte mit Glöckchen an der Tür oder Glöckchen am Schlafanzug. Unter Umständen kann man auch entsprechendes Türgitter in das Zimmer einbauen, sodass eben es schnell bemerkt wird, wenn Moritz wieder anfängt zu schlafwandeln. Aber jetzt ist halt erstmal wichtig, dass man eben verhindert, dass es zu Komplikationen okay oder irgendwelchen Vergiftungen nochmal wieder neu kommt. Genau. Also von daher, denke ich, sollten Sie sich da nochmal schon nochmal informieren und ich finde das mit dem Glöckchen an der Tür oder am Schlafanzug oder wie auch immer ist an sich auch schon erstmal eine gute Idee. Das ist auch leicht umsetzbar. Ne? Genau. Okay, dann machen wir das so. Genau. Wir kontrollieren die Laborwerte. Wenn die Befunde da sind, dann informierst du mich bitte, genau, dann komme ich noch mal dazu, dann besprechen wir uns an. Ja, genau. Und das Törtchen gehen wir mal mit ins Labor, mal schauen, genau, ob die da irgendwas feststellen können. Ja, dann. Ja, ja, riecht doch gut. Okay. Tatsächlich hatte sich der Junge durch den Verzehr der Badekugeln eine Vergiftung zugezogen. Er hat sich jedoch schnell erholt und keine bleibenden Schäden davon getragen. Seine Mutter passt künftig darauf auf, dass ihm beim Schlafwandeln nichts zustößt.